Der Hausnotruf der Volkssolidarität. Hilfe rund um die Uhr. Um zu erfahren, wie der Hausnotrufdienst der Volkssolidarität funktioniert, besuchen wir Frau Müller in Bad Doberan. Sie ist 77 Jahre und lebt allein. Frau Müller möchte, solange es möglich ist, ein selbstbestimmtes Leben in ihrer eigenen Wohnung führen. Seit 2 Jahren nutzt sie den Hausnotruf der Volkssolidarität. Ein einfaches, effektives System, das es Frau Müller erlaubt, in einem eventuellen Ernstfall jederzeit Hilfe zu organisieren. Den Hausnotruf von der Volkssolidarität, den habe ich jetzt seit 2 Jahren. Und es ist einfach eine Sicherheit, die man jetzt im Alltag hat. Das ist ganz prima. Man braucht keine Bange haben, wenn irgendwas passieren sollte. Kann ja immer doch irgendwas passieren, man weiß es nicht. Und dann fühlt man sich irgendwie sicher. Die Idee, den Service des Hausnotrufs der Volkssolidarität für Frau Müller in Anspruch zu nehmen, hatte Beate, die Tochter von Frau Müller. Beate ist berufstätig. Als ihre Mutter älter wurde, hatte auch sie das Bedürfnis, öfter nach dem Rechten zu schauen. Mehrmals täglich telefonierte sie mit der Mutter. Trotzdem blieb ein Gefühl der Unsicherheit. Schön, ja. Raus. Wir sehen uns heute Nachmittag beim Kaffee, ja? Bis heute Nachmittag. Tschüss. Ich finde es einfach beruhigend zu wissen, dass wenn meine Mutter irgendwas hat, dass dann jemand da ist, der sofort kommen kann, weil man ist ja doch eingebunden und deshalb ist es ganz schön, dass sie durch den Hausnotruf die Möglichkeit hat, immer Hilfe zu holen. Frau Müller zeigt uns jetzt die Funktionsweise des Hausnotrufs. Auch die Mitarbeiter in der Zentrale des Hausnotrufs wissen, dass es sich um eine Vorführung handelt. Ja, schönen guten Tag, Frau Müller. Hier ist die Hausnotrufstation der Volkssolidarität. Frau Heinrich, mein Name. Frau Müller, was kann ich für Sie tun? Ich wollte bloß mal testen, ja, ob alles in Ordnung ist, wie monatlich immer. In der Zentrale des Hausnotrufs der Volkssolidarität in Schwerin sind die Mitarbeiter rund um die Uhr im Einsatz und auch auf den Ernstfall vorbereitet. Im persönlichen Gespräch erfragen unsere Mitarbeiter die Situation im Haushalt. Aus einer Bildschirmmaske können wir sofort die Daten unseres Teilnehmers erfahren. Das sind personenbezogene Daten, Angaben zum Gesundheitszustand, zu Medikamenten, die eingenommen werden müssen und zu Personen, die im Notfall von uns kontaktiert werden sollen. So einfach funktioniert der Hausnotruf. Für Frau Müller ist der Service der Volkssolidarität inzwischen Normalität. Für die Mitarbeiter des Hausnotrufs ist ihre Arbeit Routine. Routine, die immer wieder hinterfragt wird. Jeder Schritt wird dokumentiert. Das ist wichtig für die Qualität des Service. So. Im Ernstfall wissen wir sofort, wie zu handeln ist. Wir verständigen entweder Rettungsdienste oder Pflegedienste, die Feuerwehr oder die Polizei, beziehungsweise sehen aus dem Notrufgeschehen, ob Nachbarn oder Angehörige verständigt werden sollen. Selbst wenn der Teilnehmer nicht mit uns sprechen können sollte, können wir so Maßnahmen organisieren, um eine Hilfeleistung zu erbringen. So könnte der Ernstfall aussehen. Der zuständige Pflegedienst wird benachrichtigt, dass Frau Müller sich nicht wohlfühlt. Ein medizinischer Notfall liegt nicht vor. Sofort werden die abgesprochenen Maßnahmen eingeleitet. Hallo Frau Müller, hier ist der Pflegedienst. Sind Sie zu Hause? Jetzt werden alle Parteien benachrichtigt, dass der Einsatz erfolgreich beendet wurde. Frau Müller geht es gut. Alle können wieder beruhigt ihrem Alltag nachgehen. Mit dem Hausnotruf der Volkssolidarität ist Familie Müller auf der sicheren Seite. Auch wir konnten uns überzeugen, der Hausnotruf macht Sinn. Falls Sie an dem Hausnotruf der Volkssolidarität interessiert sind, lassen Sie sich einfach beraten.